Mercedes gegen BMW auf Facebook. Mein Name ist Philipp Saab, ich bin von Rienemagen und Sie schauen website-marketing.ch. Rund 15 Facebook-Sites habe ich beurteilt. Das hier sind meine Kriterien. Da möchte ich nicht länger darauf aufgehen. Klicken Sie auf den Link unten im Video drin, dann gelangen Sie auf eine Erklärung, die alle diese Punkte behandelt. Nun, heute geht es um BMW gegen Mercedes oder umgekehrt. Logischerweise ein emotionales Thema, wenn es um Autos geht. Ich bin da selbst etwas voreingenommen, aber schauen wir uns die beiden Sites an und schauen wir, wer auf Facebook besser abschneidet. Ich bin hier auf der Startseite von Mercedes und wir gehen gleich mal die ersten 7 Punkte durch. Hat sie einen Vanity-URL, den haben wir hier oben drin. Mercedes-Benz ist gegeben, das Logo hier ist auch auf dem Profilbild drauf. Der Name fehlt, aber ist okay. Dann der Titel der Seite Mercedes-Benz. Wie immer kein Keyword drin, aber mindestens steht drin, wo wir hier sind. Eine Welcome-Page, die gibt es hier, wird hier allerdings nicht als Startseite definiert, aber natürlich sehr cool gemacht. Dann einen Call to Action konnte ich nicht finden. Im Gegensatz zu BMW werden wir nachher sehen, konnte ich hier keine Must-Like oder ein Fan-Gating finden, also eine Seite, wo man zuerst liken muss, bevor man dann gewisse Inhalte erlangt. Dann hier diesen Info-Tab, der ist ungenügend ausgefüllt. Da müsste mindestens noch ein Link rein. Auch das wieder was für Google, denn das Ganze wird indexiert. Und haben Sie die Standard-Tabs drin, mindestens die wesentlichsten Fotos und Videos, Veranstaltungen sind vorhanden. Das also mal die erste Runde für Mercedes. Ein Punkt mussten Sie abgeben. Schauen wir uns BMW an. Ich bin auf der Startseite von BMW auf Facebook. Vanity-URL mit 3 Buchstaben ist natürlich ganz cool gegeben. Passt. Hier dieses Profilbild auch sehr gut. Gerade noch ein bisschen mehr Informationen dazu. Ich finde das immer besser, wenn man diesen Platz hier nutzt. Denn Bilder erzählen mehr als 1000 Worte bekanntlich. Dann Titel der Seite BMW ist auch okay. Dann Welcome Page, auf der bin ich hier gleich gelandet und die arbeiteten hier ganz stark mit Call to Actions. Also wenn ich hier mir meinen BMW 3er Series Sedan konfigurieren will, muss ich zuerst liken. Mache ich nicht, weil ich like nicht BMW. Dann kann ich das machen. Das heißt, hier muss ich zuerst einen Fan werden, um was tun zu können. Und das ist sicherlich gut. Das sind diese klassischen Call to Actions hier auf Facebook. Dann die Kurzinfo, auch hier dasselbe, schlecht gemacht, da fehlt der Link und die Standard-Tabs, Videos und Fotos, mindestens 2 der 3 sind hier vorhanden. Also schneiden ungefähr gleich ab, einfach, dass hier BMW in der ersten Runde einen Punkt mehr holt, schauen wir uns die zweite Runde an und starten gleich wieder mit Mercedes. Ich klicke hier auf den Info-Tab, ist der ausgefüllt hier, der ist sehr gut ausgefüllt. Sehr viel Material hier drin. Dann gibt es individuelle Landingpages. Auch hier hat man sehr viel gemacht. Hier für Products. Man sieht hier auch dieses Icon wurde schön gewählt. The New SL. Ganz cool gemacht. Dann den Fotostrip auf der Pinnwand. Auch das finde ich gut. Verschiedene Modelle, denke ich hier mal, werden hier angezeigt, wenn es geht um dasselbe Modell. Aber diese Bilder, die sind hier bewusst eingebunden worden. Ist also keine zufällige Aktion. Und dann geben sie Empfehlungen an, das sehen wir hier unten wieder. Die geben Empfehlungen an, auch wenn es eigentlich meistens oder immer mit Mercedes zu tun hat. Das machen sie dann doch. Schauen wir, wie das BMW gelöst hat. Auch hier erstmal in diesen Info-Tab rein. Und den finde ich etwas mager ausgefüllt, aber okay, kann man geben. Ich meine auch diese ganzen Links hier auf Twitter und so weiter und so fort, die könnte man hier noch einbinden, würde da noch reinpassen. Ist auch wieder für Google gut. Dann als nächster Punkt die individuellen Landingpages, auch die ganz cool gemacht, muss ich sagen. Und immer mit diesem Fangating, immer mit diesem Must-Like-Sites, ganz cool. Und dann der Fotostrip, der ist meiner Ansicht nach nicht absichtlich gemacht oder so gewählt worden. Da hat es Sachen drauf, die wahrscheinlich BMW hier nicht unbedingt als höchste Priorität sehen würde, wenn es um diese Bilder geht. Das haben sie also verpasst. Und empfehlen sie jemanden? Nein, sie empfehlen niemanden, das müsste hier unten kommen. Also sie sind da mehr oder weniger solo unterwegs und liken keine anderen Sites. Und dann zum letzten Punkt, und dann bleibe ich gerade bei BMW drauf, sind die Updates kontinuierlich und haben sie auch Interaktionen, also Dialoge. Und das kann man natürlich sagen, mit 7 Millionen gut Fans hat man hier, ist ja Wahnsinn, fast 9000 Likes. Und
360 Kommentare, ganz cool gelöst und auch die Updates sind regelmäßig, 18 Stunden, gestern war was drauf. Also das läuft hier ganz gut bei BMW. Schauen wir uns das bei Mercedes an. Die haben ein bisschen weniger Fans, ungefähr 1,5 Millionen weniger. Aber auch hier habe ich sehr viele 3000 Wahnsinn Likes und 84 Kommentare. Also auch das funktioniert hier sehr gut. Also die Kontinuität ist auch gegeben. Das also die beiden Sites. Jetzt geht es natürlich darum, wer hat auf Facebook abgeräumt, wer hat hier wen geschlagen, wer hat hier mehr Punkte. Und da gehen wir gleich wieder in die Tabelle rein. Und das ist die Auswertung. Hier sehen wir, hat Mercedes einen Punkt verloren bei diesen Call-to-Action-Fangating-Sites. Das machen sie nicht. Hier unten beim Videostrip verliert dann aber BMW und auch bei den Empfehlungen verliert BMW. Das heißt, hier ganz knapp 11 zu 10 Punkten schlägt Mercedes BMW. Beide liegen sehr gut im Rennen. Ich finde auch die Sites sehr gut gemacht mit diesen individuellen Tabs, die sie sehr schön gestalten. Das sind iFrames, die da eingebunden werden. Finde ich extrem cool gemacht. Also da treibt man sicher einen hohen Aufwand. Also BMW gewinnt nicht. Es gewinnt Mercedes. Für mich passt das. Nehmt mich wunder, ob ihr das auch so seht. Nehmt mich wunder, welche anderen Competitions hier noch auf Facebook ausgetragen werden sollen. Wie immer hier in den Kommentaren vermerken. Mein Name Philipp Sauber. Ich bin von der INE AG und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.